Irgendwann platzt die Blase und spielst in der dritten, vierten Liga oder musst was ganz anderes machen oder spielst kein Fußball mehr. Du hast gerade gesagt, Team, dass du, das habe ich gelesen, 10% von deinem Einkommen immer genommen hast, um ein Team um dich herum zu haben, um diesen Support zu bekommen, den du brauchst. Ist das richtig? Ja, das ist ganz richtig. Also ich habe natürlich durch den Verein, durch die Nationalmannschaft viele Erfahrungen sammeln können, Masseure, Physios, wirklich Support-Staff erlebt, wo ich mir dann natürlich irgendwann die Frage gestellt habe, wie sehr willst du dich auch aufstellen, professionell aufstellen, nicht nur das in deinem Job-Title sozusagen zu haben, professioneller Fußballer, wie sehr willst du dich auch selbst auf ein Niveau stellen und genau das haben, was du brauchst für dich. Klar, der Verein bietet an und ich habe da auch immer sehr gerne Masseure, Physios, Yoga immer wieder auch im Verein genutzt, habe mir dann aber, als ich nach England bin, nochmal mich auf eine ganz andere Stufe gestellt und auch im Jahr wirklich mir meine eigenen Leute mitgenommen habe, um mich ernährungstechnisch, physisch, Therapeuten auf ein neues Level zu stellen. Und es hat einfach, ja, 10% waren bei mir wirklich sechsstellige Summen, weil ich auch extrem gut verdient habe. Und ich würde das immer wieder machen, weil sonst würde ich nicht hier sitzen. Weil ich hatte einen Vierjahresvertrag, habe dann nach 2 Jahren nochmal um 2 Jahre verlängert, dadurch, dass ich eben spielen konnte, dadurch, dass ich eben verletzungsfrei war, weil ich da alles das gemacht habe. Dadurch habe ich auch hinterher noch diesen Vertrag, in dem ich jetzt bin, auch bekommen, weil ich eben so lange Zeit spielen konnte. Also das sind alles Effekte. Je mehr du in dich investierst, desto mehr kommt es hinten wieder raus. Also das ist ganz extrem und würde ich jedem empfehlen, sich wirklich darum zu kümmern, dass man wirklich permanent versucht, sich auf ein neues Niveau zu stellen, lernen, als auch zu fühlen. Weil ich habe auch gemerkt, ich muss dann mal ernährungstechnisch ausprobieren. Ich muss mal 2, 3, 4 Wochen mich behandeln lassen von einer Person. Tut mir das gut? Ist das was für mich? Auch mich immer wieder zu reflektieren, ernährungstechnisch. Ist Fleisch für mich gut? Ist Fisch für mich gut? Ist vegan für mich gut? Ne, jeder ist halt anders. Jeder muss halt für sich herausfinden, was gut für einen ist. Aber kommt mir nicht mit, ich mach's einmal und dann, nee, das bringt mir nichts. Ja. Da geht es auch wieder darum, wirklich zu gucken, 2, 3 Wochen, iss einfach mal kein Fleisch. Guck, wie du dich fühlst. Hast du immer noch Knieschmerzen? Also ganz einfache Dinge habe ich dann versucht, dort umzusetzen. Und es hat sich 3, 4, 5, 6-fach, 7-fach ausgezahlt, finanziell als auch für mich persönlich. Ne, dass ich jetzt einen Job habe, den ich ohne dieses Team hinter mir nicht inne hätte. Deswegen bin ich da sehr, sehr glücklich, diese Entscheidung damals getroffen zu haben. Super. Sprechen wir mal über den schwierigsten Moment oder einen der schwierigsten Momente. Viertelfinale, Weltmeisterschaft. Ja. Jogi Löw nimmt dich aus der Aufstellung raus. War Ja. das so schlimm, wie ich mir das vorstelle, und wie bist du damit umgegangen? Puh. Ja, also wie bin ich damit umgegangen? Also am Abend zuvor hat er halt mich reingerufen und hat dann mit Hansi Flick, wir haben dann gesprochen und er hat dann gesagt, dass er mich morgen nicht aufstellen wird. Was geht einem dann im Kopf vor? Also ich habe da jetzt keine große Diskussion angefangen, weil ich schon wusste, dass das nichts bringt, obwohl die hatten ja Vielleicht noch ihre. eins, du hast ja auch super gespielt. Ich habe jedes Spiel gesehen. Ja, das Das war hat sich mir okay. überhaupt nicht erschlossen, ne? Das war okay. Trotzdem muss ein Trainer diese harten Entscheidungen auch treffen, ne? Und ich habe mir 2012 in Polen und der Ukraine habe ich das ganze Turnier nicht gespielt. Ich war vorher so ein bisschen angeschlagen, verletzt, habe da aber zum ersten Mal erlebt, wie das so ist, als sozusagen als Ergänzungsspieler durch so ein Turnier gegangen. Ich habe keine einzige Minute gemacht. Davor hatte ich wirklich permanent gespielt. Habe zum ersten Mal auch gelernt, wie fühlt man sich in einem Team, wo man hinten dran ist, trotzdem Gas geben muss, trotzdem gewisse Dinge aufrechterhalten muss. Also war das sozusagen das zweite Mal, dass ich sozusagen mal rausgenommen worden bin. Also hatte ich schon ein bisschen Erfahrung mit dieser Situation. Aber natürlich im Viertelfinale gegen Frankreich war das schwierig. Was dann passiert ist mit mir, also ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen bis zum nächsten Morgen. Ich konnte keine Sekunde schlafen, weil ich mir die ganze Zeit dieselbe Frage gestellt habe, warum ich, warum nicht ja, irgendwer anders. Und es war echt eine ganz, ganz schwierige Nacht. Also mein Energielevel war ganz unten am nächsten Tag. Und am nächsten Tag war ein sehr heißer Tag.
Mittagssonne und wir haben um 1 Uhr, glaube ich, gespielt. Ganz, ganz, ganz schlimm. Ich habe es dann geschafft, in meinem Kopf irgendwann umzuschalten, zu sagen, das ist jetzt alles egal, es geht nicht um mich. Ne? Es geht, irgendwann schaltest du um und sagst, es geht nicht um mich. Es geht hier um die deutsche Nationalmannschaft, es geht um die Weltmeisterschaft. Wir haben eine ganz, ganz große Chance, weil wir eine tolle Mannschaft haben. Jeder respektiert sich gegenseitig. Ich kann jetzt hier nicht so tun, als wenn ich irgendeiner wäre, der nur auf sich schaut. Ich muss alles reinhauen in dieses Spiel. Und selbst wenn ich nur auf der Bank sitze. Ich war der Erste, der an der Linie war mit Wasserpullen. Ich war der Erste, der angefeuert hat. Ich war der Erste, der sozusagen vor dem Spiel bei der Mannschaft dabei war und versucht habe zu helfen, meinen Innenverteidigerkollegen wirklich Tipps, Ratschläge zu geben. Du musst dann umschalten und sagen, ich will der Erste. Ich bin der Erste bei allem, wie ich die Mannschaft unterstützen kann. Das ist einfach dann auch, wenn du über Mindset sprichst, so, das ist für mich, was ich auch, so machen das Champions. Da bin ich, das ist Champions Mindset, in schwierigsten Momenten wirklich über den Dingen zu stehen und alles für die Mannschaft zu geben. Natürlich war mein Energielevel so runter, dass natürlich Yogi das auch so ein bisschen gemerkt hat und hat gesagt, was brauchst du jetzt von mir? Du hast jetzt nicht gespielt, es war nicht so einfach. Und ich war dann wirklich auch 2 Tage richtig angenockt. War auch ein bisschen kränklich gewesen, im Bett gewesen und habe wirklich alles reingehauen. Und dann war natürlich das nächste Spiel in Brasilien, wo ich dann noch, weil man denkt, als Innenverteidiger spielt man nicht mehr, ist man dann raus quasi, ne? Weil du wirst ja dann auch nicht mehr eingewechselt. Was dann natürlich passiert ist im Halbfinale, dass ich nochmal eine Halbzeit spielen durfte, im Finale nochmal eine Minute, das kommt dann wieder zurück. Ne? Das kommt dann wieder zurück, weil es kommt drauf an, wie du mit diesen ganz, ganz schwierigen Momenten umgehst. Es war nicht einfach, die Nacht war nicht einfach, aber irgendwann muss es Klick bei dir machen, dass du sagst, jetzt ist gut, jetzt komme ich aus meinem Zimmer raus und jetzt gehe ich Vollgas, voll positiv und unterstütze, wo ich kann. Das waren keine einfachen Momente, aber so lehrreich, weil ich so viel über mich gelernt habe. Und im Endeffekt, je besser du damit umgehst, je talentiert du damit diesen Momenten umgehst, desto mehr Champion steckt in dir, weil die Verhaltensweisen eines Champions sind vorher schon da. Nicht, wenn du erst den Pott hochhältst, sondern in diesen allen Momenten vorher kommt dieses Champions-Mindset raus. Und wenn du das hast, bist du auf einem extrem guten Weg. Da war wieder Talent, hast du wieder von Talent gesprochen, damit umzugehen. Also das stelle ich mir schon echt schwer vor. Da. Aber gut, das Halbfinale, da warst du in der zweiten Halbzeit ja dabei. Und dann im Finale wechselt er dich ein in der letzten Minute. Was war das denn für ein Feeling? Ja, eigentlich, es waren ja schon 3-4 andere Spieler, hätten schon eingewechselt werden sollen im Vorfeld. Ich glaube, da stand schon der ein oder andere wirklich am Spielfeld dran und mit der dritten Auswechslung war dann sozusagen, wäre ich da nicht mal reingekommen. Aber im Endeffekt haben wir dann 1-0 geführt und dann brauchen sie nochmal einen Kerl, der nochmal reinkommt und nochmal den letzten Kopfball eben rausholt, was dann auch direkt passiert ist. Also es war total spannend, aber da auch wieder wirklich, diese Mannschaft hat es wirklich verdient, weil die 23 Spieler plus Staff wirklich alle auf ein Ziel heiß waren. Ne? Und die Egos waren wirklich, wurden zur Seite gepackt. Der Respekt voreinander war groß und wir haben wirklich was entwickelt. Eine Mentalität, die uns dann später wirklich geholfen hat. Und dann kommt man auch nochmal rein eine Minute und hat nochmal dieses besondere Gefühl. Danach hat man kaum noch Erinnerung, weil man natürlich dann diesen Pokal hat, diese Mannschaft hat, dann feiert man schnell, ist man schon wieder auf dem Rückweg nach Hause. Diese Momente gehen so schnell vorbei, die wünscht man sich gerne nochmal zurück. Aber es war einfach eine mannschaftlich geschlossene Leistung von vorne bis hinten. Mit absolut ganz, ganz vielen schwierigen Momenten, die wir aber irgendwie zusammen gelöst haben. Und das war vielleicht das Entscheidende, diese mannschaftliche Geschlossenheit oder... Was würdest du sagen, warum seid ihr Weltmeister geworden? Klar, ihr habt super gespielt, aber... Ja, nicht immer super gespielt. Ne? Gegen Algerien waren wir kurz vorm Ausscheiden. Dann gab es ja auch dieses komische Interview von mir, wo es dann mit der Eistonne hoch und her geht. Aber da hat man so eine Mentalität gespielt, wir lassen uns nicht alles gefallen. Wir kommen jetzt weiter und das ist das, was zählt. Kommt mir nicht mit, wie haben wir dort gespielt, wie haben wir hier gespielt. Ist egal, wir gehen auf dieses Ziel zu und das steht geschrieben, dass wir Weltmeister werden. Da hat sich so eine Mentalität entwickelt. Ich muss aber auch sagen, Trainer, Team, Staff, wie sie die Mannschaft wirklich mit reingeholt hat ins Boot, mit allen möglichen Entscheidungen, was ist das Beste für die Mannschaft, wo sind wir untergebracht, wie sind wir untergebracht, wie bringen wir die Leute alle zusammen. Das war schon wirklich, das war Teamwork von vorne bis hinten.
Da hat sich jeder gegen viele Widrigkeiten auch gestemmt, um das Beste für die Mannschaft rauszuholen. Das fing mit Oliver Bierhoff an, der für uns das beste Quartier aller Zeiten rausgesucht hatte, weil er wollte uns zusammenführen. Er wollte nicht irgendein 0815 Hotel, wo jeder sein eigenes Zimmerchen hatte und jeder gräbt sich ein. Er wollte einen offenen Campus haben mit 4 Häusern für die ganze Mannschaft, wo wir uns selbst, wo wir selbst mit Leben füllen, quasi diese Herberge. Das war von diesem Moment, von diesem Anfang hat diese Mannschaft das angenommen und hat, ja, hat gesehen, wie sehr jeder da wirklich für dieses Ziel kämpft. Und das hat zusammengeschweißt. Das hat zusammengeschweißt. Vorbereitung, kann ich mich noch erinnern, dass wir wirklich hart, extrem hart trainiert haben, als auch dann zusammen viele, viele Momente hatten, wo ja, man auch zweifelt. Ja, man zweifelt auch auf diesem Weg, ganz klar. Man zweifelt immer wieder, sind wir gut genug? Von den Einzelkönnern wahrscheinlich nicht. Aber da brauchen wir die mannschaftliche Geschlossenheit, das war uns von Anfang an klar. Und dann wirklich auch, wenn man nicht im Team war, wenn diese Enttäuschung zum ersten Mal kommt, ne? Als dann Jogi zum die erste Mannschaft, 11 können nur spielen, die anderen 12 sind dann natürlich enttäuscht. Wie gehen die mit diesen Enttäuschungen um? Ist am nächsten Tag sozusagen brennt der Fußballplatz und gibt jeder Gas und möchte dem Trainer überzeugen, dass er vielleicht doch seine Entscheidung nochmal ändern will? Das sind einfach kleine Dinge, die da zusammenkommen. Und die haben mir von Anfang an extrem gut gefallen. Super. Also könnte man sofort ein Buch draus machen, was du da sagst und weiteres. Es gefällt mir wahnsinnig gut. Also gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Als du gesehen hast, du hast Schwächen. Also für mich Schwäche, bei Schnelligkeit, bei dir von einer Schwäche zu sprechen, finde ich schon krass. Weil ich kann mir vorstellen, was passiert, wenn ich mit dir versuchen würde zu laufen. Aber du hast gesagt, es ist eine Schwäche von dir. Ich habe solche Schwächen in meinem Leben gehabt. Legastheniker bin ich. Und ein Lehrer hat damals zu mir gesagt, guck da nicht drauf, ist ein Talentsignal. Guck auf das, was du besonders gut kannst. Und das hast du ja gemacht. Du hast gesehen, vielleicht bin ich nicht der Schnellste, vielleicht nicht der Allerschnellste, aber ich habe Stärken. Und da hast du das Stellungsspiel bei dir ausgemacht und die Spieleröffnung, wenn ich das so richtig verstehe. Wie kam das dazu, dass du diesen Mindshift hattest? Weil normal ist ja, dass man dann sagt, Schwäche, Schwäche, Schwäche. Ja, normal ist, dass man der ist hüftsteif, hüftsteif, langsam. Ja. Es wird alles von vielen Menschen auch immer so anders wahrgenommen. Ne? Das ist halt, viele versuchen dann halt direkt auch zu urteilen und sagen, ja, hüftsteif, langsam, schafft's eh nicht. Ne? Das sind einfach so einfach ganz salopp dahergesagte Dinge, die mir ganz und gar nicht gefallen. Ne? Ich habe einfach gezeigt, dass ich mit meinen Fähigkeiten unglaublich viel erreichen kann im Leben. Ja. Mir haben sie damals gesagt, ja, geh doch lieber schwimmen. Ja, nee, aber ich, also, meine Frau hat auch gesagt, hier, lass uns mal sprinten über 20 Metern, du bist doch so langsam. Ja, dann hat sie erst mal gemerkt, dass da ein Unterschied ist zwischen langsam und doch, kann ganz schön gut laufen. Also da gibt es, das ist immer ganz gefährlich. Ich habe einfach gemerkt, dass ich mit meinen Fähigkeiten, Übersicht, Stellungsspiel, Kopfballstärke, immer einen eigenen Mann zu finden, bin ich unglaublich weit gekommen. Und ich habe meine Spielweise von der vierten Liga in der Reservemannschaft bis zur ersten Liga auch nicht groß verändert. Natürlich wächst das Tempo und von dir wird mehr erwartet. Trotzdem habe ich meine Stärken wirklich immer wieder so extrem gut eingebracht, dass Leute gesagt haben, ja, den lasse ich spielen, weil bei dem habe ich das Vertrauen, dass der konstant immer wieder diese Leistung abbringt. Und wenn du konstant 80% deiner Topleistung ablieferst, es ist Top-Niveau. Das ist absolutes Top-Niveau. Ne, viele denken immer, ich muss 100%, jeder 100, 100, 100, 100. Funktioniert nicht. Konstant, wenn ich auf 80% meiner vollen Leistungsfähigkeit fahre, gehöre ich zur Elite, gehöre ich zum Top-Level. Und daran habe ich mich meistens gehalten. Konstant, solide Leistung abzuliefern, ohne große Fehler zu machen. Das war mein Spielstil. Und den habe ich nicht verlassen. Ob ich in der C-Jugend, in der A-Jugend, in der U23 oder bei den Profis gespielt habe oder in der Nationalmannschaft, meine Fähigkeiten waren immer gewollt. Und damit konnte ich auch den Trainern wirklich überzeugen und sagen, du hast mein Vertrauen. Und deswegen bin ich da knallhart bei geblieben. Natürlich habe ich versucht, die eine oder andere Antrittsschnelligkeit ein bisschen zu verbessern, mich natürlich auch immer wieder mich vorzubereiten, jeden Morgen zu behandeln, nach dem Training zu behandeln, zu dehnen, Yoga zu stretchen, dass ich eben natürlich gewisse Dinge auch
immer wieder präventiv versuche zu verhindern. Das war sowieso meine Vorbereitung. Das hat mein Selbstvertrauen sowieso immer wieder hochschnellen lassen. Ne? Diese Vorbereitung, die mich immer wieder zu Top-Leistungen, immer wieder zu Fähigkeiten gebracht hat. Deswegen, aber natürlich, meine Stärken habe ich sowas von nach vorne gepusht. Auch im Duell mit anderen Spielern. Natürlich habe ich ihnen immer ein bisschen Raum gelassen, weil ich wusste, bin ich zu eng dran? Kann es sein, dass ich den einen oder anderen dann auch verliere und dass der mich sozusagen dann auch auskontert. Aber ich habe mich immer in Position gebracht, wo ich wusste, kommt ein langer Ball, habe ich ein, zwei Meter, gewinne ich immer den Zweikampf. Ich gehe nur in Zweikämpfe, wo ich weiß, wenn ich runter muss, gewinne ich den Zweikampf. Du musst Entscheidungen treffen, wo du deine Stärken natürlich bestmöglichst einbringst. Und das war auch ein ganz, ganz großes Talent von mir, meine Stärken wirklich da einzusetzen, wo sie am meisten benötigt waren. Wie machst du das in der Akademie? Was sagst du den jungen Leuten da mit diesem Thema? Ja. Also was ich mache, ist Perspektive zu schaffen. Immer wieder Perspektive einzupredigen. Ne? In welcher tollen, bevorzugten Lage wirklich diese jungen Spieler sind. Wirklich trainieren zu können auf Top-Plätzen. Sich trainieren zu lassen von Top-Trainern. Sich behandeln zu lassen von Top-Physios. Aber immer auch wieder Perspektive zu geben, was ist wirklich wichtig im Leben? Was möchte ich erreichen? Ja. Ich möchte natürlich Herausforderungen bestehen im Leben. Wenn ich aber immer nur sage, du bist der beste Spieler, du bist der beste Spieler, du bist der beste Spieler, dann hat er keine Chance im Leben. Weil dann bereiten wir ihn sozusagen vor, irgendwann wirklich zu versagen. Ja. Wir müssen den Jungen auch beibringen, dass man auch auf der Bank sitzt manchmal. Man muss den Leuten beibringen, dass sie auch manchmal verletzt sind. Man muss ehrlich und aufrichtig, authentisch sein und wirklich Perspektive reinzubringen. Weil Akademie-Fußballleben ist es leider nicht. Es ist schwierig, da wirklich, wirklich im Leben zu bleiben. Je mehr man im Leben bleibt, mit all diesen Möglichkeiten, Social Media, immer nur die besten Plätze, besten Trainingsbedingungen, bestes Outfit, Vertrag, Geld, Taxis, alles was da so, da ist es schwierig sozusagen im Leben stehen zu bleiben. Weil irgendwann platzt die Blase und spielst in der dritten, vierten Liga oder musst was ganz anderes machen oder spielst kein Fußball mehr. Das passiert. Nur 1% schafft es von U9 bis irgendwann Profibereich. Das ist die Realität und das ist meine Perspektive, wo ich mir jeden Tag, muss ich mich erinnern, dass es wichtig ist, diesen jungen Menschen, den Eltern, alle, die da drumherum sind, Perspektive und Realität zu geben. Sind das die Life-Skills, von denen du sprichst in deinem Buch? Ja, Life-Skills bestätigen doch nur Sieg, Niederlage, wie im Sport. Enttäuschung, Freude, das sind vorzubereiten. Schule, Plan A+, Plan A++, meine Ausbildung, meine Education. Schulische Leistung. Ich Dinge verdienen, in der Schule als auch auf dem Platz, mich vernünftig zu verhalten, Respekt, Disziplin, Bescheidenheit, das sind Dinge, die wir hier wirklich ganz oben hinschreiben. Mhm. Was man hier auch sieht, hier, ich habe so einen kleinen Kreis, da sieht man Respekt, Disziplin, Humility, das sind die Dinge, das sind die sozusagen die Standards, die wir hier tagtäglich wirklich versuchen rüberzubringen. Das ist nicht einfach, weil wir natürlich selber auch in dieser Blase mit dabei sind. Wir müssen uns immer wieder erinnern, was wichtig ist im Leben, um wirklich ein toller Mensch zu werden, der versucht, den Unterschied zu machen, positiv den Unterschied zu machen, von Mensch zu Mensch wirklich auch das rüberzubringen. Du hast eben auch Verletzungen angesprochen. Du hattest ja da auch dein Päckchen zu tragen.